Damit YouTube nicht weiter nervt, ist hier also der obligatorische Trailer. Orgenspalter TV ist der Kanal für Pen-and-Paper-Rollenspiel, Comics, LARP und hin und wieder auch für dazu passende PC- und Videogames. Es ist außerdem die Heimat der weltweit ersten Crowdfunding-Show Shut Up and Take My Money. Orgenspalter TV war anfangs 2009 ein reiner Kanal für das schwarze Auge mit Messeberichten und Reviews. Er wird von den ehemaligen PC Games und BAFT-Redakteuren Mari Stritter und Nico Mendrick betrieben. Heute gibt's hier diverse Formate in den entsprechenden Playlists. In der Late Nerd Show präsentieren Mairi und ihr Co-Moderator Professor Heinz regelmäßig aktuelle Rollenspielbücher, Comics und anderen Nerdkram und sprechen mit Gästen aus der Szene, im Studio und auf Cons. Ist das der legendäre angekündigte Geheimband? Wir haben uns erst überlegt, das als legendär angekündigten Geheimband zu machen, allerdings fanden wir das dann doch zu einfach und haben doch ein DSA-Produkt genommen. In Verschollen im Limbus seht ihr aufwendige Besprechungen ganzer Pen-and-Paper-Systeme. Was schwebt da eigentlich gerade über mir? Ha! 5 Abenteuerpunkte sind mein! Ein Blick ins schwarze Auge informiert über DSA, in Lore-Videos und Specials. In Shut Up and Take My Money stellen wir euch grob einmal im Monat die spannendsten und schrägsten Crowdfunding-Projekte vor. Auch die Sendung selbst ist durch Fanspenden entstanden. Die HoloNet-Show dreht sich nur um Star Wars, der Schwerpunkt liegt aber auch hier auf Comics und Spielen. In Extralab geht es um, klar, Live-Rollenspiel. Außerdem findet ihr im Kanal jede Menge Rollenspielparodien und unsere halbwegs ernst gemeinten Filme wie den abendfüllenden DSA-Film Leuenklinge. Weil wir aber ohne digitales Gaming nicht auskommen, gibt's hier auch Reviews und Let's Plays, wenn das Thema denn passt. Und in den entsprechenden Playlists haben wir unsere alten Playtime-Shows von BAFT und PC Games gesammelt. Wir hatten von Duden und Blausen keine Ahnung, wir haben es einfach mal gemacht. Können Sie vielleicht die Auflösung hier im Studio etwas anpassen? Das ist mir unangenehm. Ach so, ja, natürlich.